Im Finale der Maya-Kampagne wird es Zeit, den Spaniern so richtig die Fresse zu polieren. Erneut müssen wir uns hier einer römischen und trojanischen Siedlung stellen, aber beide haben ein konkretes Ziel, das es zu erreichen gilt. Die blaue Siedlung hat in der südöstlichen Ecke einen Hafen, dessen Anlagen zerstört werden müssen. Die grüne Siedlung dagegen hat eine Statue gestohlen, die wir zurückerobern sollen. Die Bergkette im Zentrum unseres Startgebiets ist reich an allen Rohstoffen, allerdings werden Pioniere erforderlich sein, um sie effizient erobern zu können. Zum Glück befinden sich bei den Eisenvorkommen Hämmer für Geologen und einige versteckte Schaufeln für Pioniere. Wie auf den anderen Karten dieser Kampagne finden wir außerdem auch hier, südöstlich unserer Startposition, jede Menge Rehe. Ich habe diese aber erst spät entdeckt, wir sind also nicht auf sie angewiesen. Beide KIs bauen große Armeen auf, dieses Mal kommen wir also nicht um den Aufbau einer großen Armee mit hoher Kampfkraft herum. Leider gelten die KIs nicht als besiegt, wenn das von ihnen bewachte Ziel erreicht wird. Deshalb würde ich empfehlen, zuerst die Statue zu erobern und Grün zumindest handlungsunfähig zu machen, was so ziemlich nebenbei geschehen sollte. Für den Hafen wäre es durchaus möglich, diesen mit Fähren zu erreichen und die Türme mit einigen Elite-Angriffsteams zu erobern. Wenn dann beide Ziele erreicht sind, habt ihr sofort gewonnen und die Maya-Kampagne abgeschlossen.